cannabinoides Publikum. Ich bin der Micha und heute geht es um medizinisches Cannabis. Ich mache ein Update zur Situation von medizinischem Cannabis in Deutschland. Ich muss heute meinem Ärger über die Entwicklung in einigen Aspekten zumindest mal Luft machen. Und bevor ich anfange, möchte ich noch ein paar Worte zu dem jungen Mann hier hinter mir verlieren. Der hängt ja nicht ohne Grund da in dem Bilderrahmen. Bis gleich. Der Rauchmelder ist ab, wa? Ja, das ist Kaiser Schengong. Oh, Scheiße. Schengong, Alter. Ja, der junge Mann da hinten, das ist ein chinesischer Kaiser, der hat im 3. Jahrtausend vor Christus regiert, Kaiser Shannon. Und der hat ein Standardwerk über Ackerbau und Heilpflanzenkunde die Grundlage gelegt, veröffentlicht wurde das dann erst im 3. Jahrhundert. Aber das ist einer der Menschen, die ganz früh erkannt haben, dass Cannabis eine Heilpflanze ist, dass Cannabis ein sehr großes medizinisches Potenzial hat und gegen eine Reihe von Beschwerden hilft. Und ja, deswegen hängt er heute hier. Ein Pionier der Cannabismedizin. Ja, medizinisches Cannabis gibt es ja seit 2017 in der Apotheke. Mittlerweile ist ja auch bekannt, seit letzter Woche eigentlich erst, wer in Deutschland medizinisches Cannabis anbauen wird. Das werden im Prinzip drei kanadische Firmen sein. Also es sind zwei kanadische und ein deutsch-kanadisches Joint Venture, wo im Prinzip die Wayland Group hintersteckt. Ja. Die haben alle deutschen Bewerber auch aus dem Rennen geschmissen. Es gab, ich glaube, insgesamt 78 Bewerber um den Cannabisanbau. Und diese drei Firmen haben das halt alles, den Zuschlag für die gesamte Cannabismenge in Deutschland gekriegt. Das hieß dann über Lose. Warum es Lose heißt, wenn nicht gelost wird, ist mir jetzt nicht klar. Ist wohl eher ja ein administrativer Vorgang. Na egal. Auf jeden Fall das Know-how und das ganze Equipment und so wird halt dann wahrscheinlich aus Kanada importiert werden. Auch die Genetik wird aus Kanada importiert werden. Das heißt, deutsche Firmen stehen da eigentlich ganz hinten an. Da wird nicht viel Entwicklung stattfinden in den nächsten Jahren, was Cannabisanbau betrifft. Ja. Und dann habe ich mich mal gefragt, wie ist das da zu dieser ganzen Entwicklung gekommen? Wieso ist es, wie es ist? Das ist ein ganz klares Ding. In Kanada und den USA wurde von unten nach oben legalisiert. Das heißt, es gab eine Grassroots-Bewegung, die Ende der 1990er Jahre schon erkannt hat, welches medizinische Potenzial Cannabis hat. Und Cannabis war komplett verboten. Und dann hat man sich erstmal um die Freigabe von medizinischem Cannabis gekümmert. Ja? Und zwar die Grassroots, die 420-Bewegung. Die Patienten selber, die Patientenvereinigungen haben es in den USA und Kanada geschafft. In Kanada damals auf Bundesebene, in den USA damals schon in Kalifornien und einigen anderen Bundesstaaten Cannabis zu medizinischen Zwecken zu legalisieren. Es gab dort aber nicht diese Spaltung zwischen medizinischem und recreational Cannabis. Den Leuten war schon klar, dass recreational Cannabis den Aktivisten damals auch legal werden muss, damit die ganze Sache rund wird, ja, weil sie ist immer noch nicht rund. Aber es war klar, medizinisches Cannabis hat eine absolute Priorität. Das ist wichtig, dass die Leute, die das aus medizinischen Gründen nutzen, erstmal einen legalen Zugang kriegen. Ja? Und das hat dann halt in den USA und Kanada geklappt. Und da hat sich daraus eine Industrie entwickelt. Ja? Aus diesen ersten kleinen Dispensaries, Grow-Kollektiven, das war in Kanada war das nichts anderes. Ja? Deswegen auch so Hippie-Namen zum Beispiel von den Firmen wie Peace Naturals, ja? Wurde jetzt auch von Cronos übernommen. Also das gibt es aber noch als Markenname, Peace Naturals. So, dann hat sich in Kanada also sozusagen ein Markt entwickelt, der aus der Grassroots-Bewegung kam. Und dann kamen natürlich auch mit wachsenden Umsätzen und wachsenden, steigenden Patientenzahlen und natürlich auch mit der kompletten Legalisierung kamen dann halt auch größere Investoren, größere Firmen, die gesagt haben, okay, ist ein cooler Markt, ja, da investieren wir. Ja. Und dann haben sich daraus halt die großen Firmen entwickelt, die hier sich bei uns in Deutschland für den Anbau beworben haben. Wer aus der Grassroots-Bewegung da mitspielen wollte, ja, das sind ja dann neue Regeln, die dann gelten. Das ist ja dann halt ein ganz regulierter medizinischer Markt, wo natürlich andere Regeln als auf dem Grau- oder als auf dem Schwarzmarkt gelten. Und wer da mitspielen wollte, hatte durchaus die Chance, entweder so ein bisschen, sage ich mal, die äußeren Umstände zu ändern und einfach sich da anzupassen
oder sein Geschäft zu verkaufen und wieder was Neues zu machen. Auf jeden Fall hatten die Leute, die am Anfang investiert haben, Zeit, Arbeit und halt auch gegen das Gesetz verstoßen haben, anfänglich sehr viel riskiert haben, die wurden dann am Ende oder sind jetzt, da hatten die Möglichkeit, ein bisschen belohnt zu werden, haben ein bisschen Belohnung gekriegt. Ja. Bei uns in Deutschland und in ganz Europa war das ganze Ding andersrum. Da haben auch die Patienten, ähnlich wie in Kanada, sich ihre Rechte erklagt. Dann war es aber so, bei uns darf nicht eine Pflanze angebaut werden, ohne dass eine Firma vorher Millionen investiert. Ja? Weil um an so einer Ausschreibung erfolgreich teilnehmen zu können, wie es jetzt geschehen ist, muss man wirklich Millionen in der Hinterhand haben, man muss starke Partner haben und man kann nicht einfach, wie es damals in den USA oder Kanada der Fall war, ein kleines Grow-Kollektiv aus Patientengründen, das dann langsam mit dem Markt wächst. Nein, hier wurde von Anfang an gesagt, es wird von oben nach unten reguliert. Hat den Vorteil, dass unser medizinischer Markt viel besser reguliert ist als in Kanada, da komme ich später noch zu, auch viel besser als in den USA, was die medizinische Qualität betrifft, was die Sicherheit betrifft, hat aber auf der anderen Seite den Nachteil, dass die Leute, die sich 20 Jahre lang dafür engagiert haben, dass medizinisches Cannabis legal wird, in die Röhre gucken. Die dürfen nicht mitspielen. Ja, am Anfang, als das neue Gesetz implementiert wurde, ich kannte auch noch einen Haufen Firmen, die gesagt haben, okay, wir kratzen jetzt unsere Ressourcen zusammen, bewerben und sehen zu, dass wir in Deutschland auch medizinisches Cannabis anbauen können, dass wir hier deutsches Know-how sozusagen auf den Markt bringen, deutsche Sorten auf den Markt bringen und so. Aber mittlerweile haben sie gemerkt, okay, das funktioniert alles nicht. Und viele sind jetzt ins CBD-Geschäft eingestiegen, haben da ihre Ressourcen investiert, weil da existiert ja wenigstens so ein halblegaler Graumarkt. Da habe ich ja letztens schon mal eine Sendung zugemacht, was da legal ist und was nicht. Aber da haben jetzt viele Leute gesagt, okay, in den pharmazeutischen THC-Markt als deutsche Firma oder als europäischer Player können wir sowieso nicht einsteigen. Die Genetiken kommen dann auch aus Kanada oder aus den Niederlanden von denen, die jetzt schon medizinisches Cannabis anbauen. Dass man hier irgendwelche eigenen Genetiken einführt, ist auch sehr unwahrscheinlich aufgrund der sehr strikten Regulierungen. Und ja, gibt halt nichts. Ja, gibt halt kein Cannabis von deutschen Firmen und dafür sind jetzt halt die Firmen, die besonders aus Kanada sich in den letzten Jahren von kleinen zu großen, größeren Pharma-Aktiengesellschaften entwickelt haben, die dürfen das jetzt bei uns übernehmen. So, und dann haben wir auf der anderen Seite noch die Anti-Blüten-Fraktion. Wie es der Hanfverband so schön ausdrückt, nicht wahr? Es gibt ja in Deutschland beim medizinischen Cannabisgesetz, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die Verschreibung von Extrakten ist gedeckelt. Ja? Das heißt, da gibt es eine Höchstmenge im Monat und das kostet dann höchstens 500 Euro. Ja? Mehr darf ein Arzt eigentlich nicht verschreiben. Bei der Verschreibung von Blüten hat sich der Gesetzgeber auch damals gedacht, okay, die Blüten, das sind die Leute, die halt eine höhere Dosis brauchen. Die Blüten sind auch viel günstiger als Extrakte und da deckeln wir das nicht. Deswegen ist die Verschreibung bei Blüten zwar bei 100 Gramm gedeckelt, also man darf maximal 100 Gramm im Monat verschrieben bekommen, auf Antrag mit Begründung sogar mehr. Das ist auch nicht besonders stressig. Der Gesetzgeber hat sich dabei damals gedacht, dass natürlich auch die Patienten, die geklagt hatten, die hatten alle einen relativ hohen Bedarf, auch über die Apotheke mit Blüten versorgt werden dürfen. Die konnten auch nachweisen zum Beispiel einige Patienten, dass sie die Blüten halt besser vertragen als die Extrakte. Und da hieß es dann, okay, dann kommen Blüten und Extrakte in die Apotheken. Und jetzt ganz vorne der Deutsche Ärzteverband, ja, und einige andere, die Spitzenverbände der Krankenkassen und einige andere. Ich sag das Wort Pharmalobby so ungern. Das ist immer so eine, so ein Rundumschlag. Ja, das sage ich ungern. Deswegen, also ich nenne die Player lieber meinen Namen, aber da sind schon viele, sage ich mal, aus der pharmazeutischen Branche dabei. Und die arbeiten hinter den Kulissen momentan sehr stark daran, dass die Blüten aus den Apotheken am besten wieder verschwinden sollten und nur noch Extrakte in den Apotheken sind. Ich unterstelle da einfach mal einen extremen Gewinnabsicht, weil durch eine Veredelung wird so ein Produkt ja auch teuer. Ich habe da auch schon mal eine Sendung drüber gemacht und mehrere Artikel geschrieben. Also THC in Extraktform ist 4 bis 12 Mal so teuer wie THC in Blütenform, weil es halt nochmal veredelt wird, ist ja klar. Das ist halt ein sehr aufwendiger Prozess. Ich denke, da liegt halt der Hund begraben, da sind die Gewinne, da sind die Margen, obwohl das Cannabis bei uns als Blüte auch schon sehr teuer ist, aber bei den Extrakten sind die Gewinne, sind die Margen noch höher. Und ich denke, die Standardisierung, ja, weil es ist ja im Prinzip ein standardisiertes Produkt, wo man in Kanada, in Holland und bei uns auch
mittlerweile seit Jahren gut mit klarkommt, gute Erfahrungen gemacht hat. Auch die Ärzte, die es verschreiben, haben gute Erfahrungen damit gemacht. Und ich denke, da geht es halt eher so ein bisschen ums Geld, dass die Blüten aus den Apotheken herausgehalten werden sollen und man dann am Ende für 1000 Gramm THC statt 100 oder statt 80 Euro dann zwischen 300 und 1200 Euro verlangen kann. Und das sind halt alles Dinge, wo man sich momentan Gedanken drüber machen muss, dass die Entwicklung für medizinisches Cannabis schon sehr von den Gewinnabsichten geprägt ist und die Patienten, das Patientenwohl und auch die konkrete, die schnelle Hilfe, Stichwort Lieferprobleme, eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Googelt mal das Wort Cannabis und geht auf News. Ihr findet auch fast nur noch Aktienmeldungen. Ja? Und das wirft auch so ein bisschen ein Licht auf die Entwicklung seit 2017. Und ich denke, das hat der Gesetzgeber auch nicht so vorgehabt. Aber das BfArM hat es halt mit der Ausschreibung momentan auch noch im Prinzip unterstützt, indem es drei kanadischen Firmen den Zuschlag gegeben hat und alle deutschen Bewerber außen vor gelassen hat. Bevor ich jetzt zu den Folgen komme, die der ganze Kladderadatsch hier verursacht mit dem medizinischen Cannabis, um nicht völlig freizudrehen, muss ich erstmal Migräneprophylaxe betreiben. Ja? Also wirklich. So. Jetzt besser. Was folgt aus der ganzen Sache? Also zum einen haben wir ständig Lieferprobleme. Seit Kanada legalisiert hat, ist es noch schlimmer geworden. Beste Beispiel von Kronos hier, Peace Naturals. Eigentlich eine der besten Sorten, die es hier in den Apotheken gab. Die antworten nicht mal auf x Anfragen, ja. Ich habe die starke Vermutung, es ist einfacher in Kanada zu verkaufen. Direkt raus damit, recreational, ja. Muss man keine Import-, keine Exportpapiere ausfüllen und so, nicht mit dem BfArM rumdealen und einfacher, zack. Und dann gibt es halt erstmal nichts. Ist eine Vermutung von mir, kann ich nicht beweisen, war aber, sage ich mal, die Zeitgleichheit war schon sehr verwunderlich, wo die Lieferprobleme wieder angefangen haben. Der Einzige, der es momentan wirklich gebacken kriegt, ist Aurora und Spektrum. Das ist relativ regelmäßig vorhanden. Und Betrocan natürlich aus den Niederlanden ist immer vorhanden, aber die anderen Sorten, die es offiziell gibt, die sind nicht verfügbar. Dann gibt es hier irgendwie, haben sich zwei Firmen gestritten, deswegen gibt es das nicht mehr. Das war eigentlich auch eine sehr, sehr, sehr hilfreiche Sorte, ja. Dann kriegen wir die Sorten nicht raus. Ja, wir wissen eigentlich gar nicht, was dahinter steckt. Ich habe ja auf marihuana.com/de schon einen Haufen Terpen-Profile veröffentlicht, die Patienten in Spanien haben testen lassen. Ja, weil in Deutschland darf man Terpene und Cannabinoide auch nicht testen lassen. Also haben das Patienten in Spanien machen lassen. Ich habe die Ergebnisse veröffentlicht. Und dann haben wir uns gedacht, Mensch, lass uns doch mal dieses Pedanios 22.1 zweimal testen. Ja, einfach eine Dose, die ich im Juli in der Apotheke bekommen habe, beziehungsweise ein anderer Patient war das damals. Und dann bin ich jetzt neulich selber mal mit einer Dose, die ich im Februar bekommen habe, nach Spanien geflogen und habe das da testen lassen. Und ich muss sagen, die Profile unterscheiden sich und zwar extrem. Sowohl das Cannabinoid als auch das Terpen-Profil, obwohl es die gleiche Sorte sein soll. Und es hat auch total unterschiedlich gerochen, also zumindest was mein olfaktorisches Gedächtnis so hergibt. Die deutsche Monographie für Cannabisblüten besagt ja nur, hier müssen 22% THC und ungefähr 1% CBD drin sein. Das darf auch abweichen um bis zu 20%. Momentan haben wir hier in dieser Sorte haben wir zum Beispiel 19,3% THC und 0,1% CBD und das entspricht der deutschen Monographie, obwohl es 2% weniger hat als draufsteht. Ist ja alles gar nicht so schlimm, aber man kennt halt die Sorte nicht, weil die Terpene und die anderen Cannabinoide werden nicht angegeben. Das ist halt ein sehr weiter Range. Ja, das heißt, ich kann im Prinzip alles zwischen 17,6% THC und 26,4% THC, Abweichung von 22, ja, 20%, ja, sind 4,6% und plus minus 26,4, 17,6% THC wären okay, solange es auf der Dose steht. Das heißt aber auch, ich kann da eigentlich verschiedene Sorten reinpacken. Ja, ich will das keinem unterstellen, ja, aber es ist theoretisch möglich. Und wenn ich dann die Terpen- und die Cannabinoid-Profile nebeneinander halte, dann frage ich mich, Leute, what's going on here? Vielleicht ist das eine schon 3 Monate länger gelagert und die Terpene sind alle verflogen, weil die Terpenprofile haben sich noch stärker voneinander unterschieden. Aber dass das hier überhaupt nicht zur Standardisierung vom medizinischen Cannabis gehört, dass die Cannabinoide, zumindest die am häufig vorkommendsten Cannabinoide und die Terpene, die man finden kann, die man auch aufgeführt werden, finde ich schon auch ein bisschen, da sage ich mal so, ich formuliere es mal so, da besteht zumindest Nachholbedarf.
Nächste Problem. Dadurch, dass jetzt die kanadischen Firmen oder fast ausschließlich kanadische Firmen den Zuschlag bekommen haben, wird in Deutschland das Know-how und die Entwicklung stagnieren. Deutsche Firmen werden nicht in den Cannabis-Anbau und das ganze Know-how in Facilities, also in Grow-Equipment, in die Entwicklung von Anbautechniken und so, da werden deutsche Firmen nicht rein investiert. Wir werden uns das ganze Wissen reinholen von außerhalb. Ich bin ja noch ein bisschen älter und ich erinnere mich da so 87, 88, 85, als es anfing mit Silicon Valley. War eine ähnliche Diskussion in Deutschland, ja. Aber nein, der Staat hat es einfach damals nicht fertiggebracht, der deutschen Wirtschaft die gleichen Zugangsvoraussetzungen zur Verfügung zu stellen wie in Kalifornien, wo damals halt das digitale Zeitalter gestartet wurde. Ja? Wir haben von hier aus zugesehen, haben gesagt, boah, ist das toll, aber die deutsche Politik war nicht in der Lage, zumindest ähnliche Voraussetzungen hier zu schaffen. Und jetzt sind wir da schon ziemlich weit hinten an, ja, weltweit, wenn man das sich so global betrachtet. Und genauso ist es mit dem Cannabis. Ja? Es wird auch jetzt hier so lange gezögert, der Anbau wird, da werden so hohe Hürden gelegt, ja, dass in Deutschland im Prinzip ausländische Firmen aus Übersee, Kanada, nicht mal aus der EU, sondern Firmen aus Übersee hier das Know-how rüberschleppen und wir im Prinzip ja Vasallen bleiben. Ja? Anstatt dass wir hier, ähnlich wie zum Beispiel Kolumbien macht es auch so, endlich sagt, okay, wir schaffen hier eine konkurrenzfähige Cannabis- oder eine konkurrenzfähige medizinische Cannabis-Industrie, anstatt uns das ganze Know-how reinzuholen, weil wir verlieren hier einen Haufen Industrien bei uns. Ja, wir haben die Braunkohle, schwuppdiwupp weg. Den Anschluss an die Elektromobilität haben wir schon fast verpasst, ja. Wer weiß, ob wir da überhaupt noch einen Anschluss kriegen, ja. Da fallen eine Menge Branchen weg bei uns langfristig. Und was ist mit Cannabis, ja, warum? Wir haben mit das beste medizinische Cannabis-Gesetz der Welt. Wir haben keine Rüge von der UNO gekriegt, keine Rüge vom INCB. Ja, unser Gesetz ist eigentlich auf dem Papier gar nicht so schlecht. Warum nutzt die Politik das nicht? Warum nutzt die Ärzteschaft das nicht? Ja, damit die Patienten mit einbezogen werden auf der einen Seite, ja, die werden überhaupt nicht mit einbezogen, die Belange der Patienten, und auf der anderen Seite die Chance endlich ergriffen wird, hier eine ordentliche neue Branche zu schaffen, so wie Kanada das vorgemacht hat, ja, und wie es uns Uruguay gerade vormacht und wie es uns Kolumbien gerade vormacht, ja. Warum ist das B-Farm? Warum ist die Politik nicht in der Lage, sich mal ein bisschen an anderen Ländern zu orientieren und hier ähnliche Voraussetzungen für die deutschen Firmen zu schaffen, dass wir hier auch eine heimische Cannabisindustrie in 10 Jahren auf die Beine gestellt haben? Herrgott nochmal. Weitere Folgen dieser in meinen Augen relativ verfehlten Cannabispolitik, was den heimischen Anbau betrifft. Ich habe neulich recherchiert und habe herausgefunden, dass in Nordmazedonien medizinisches Cannabis angebaut wird in einer Steinwurfweite, einen knappen oder einen Kilometer von einer illegalen Giftmüllhalde entfernt. Ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, lest einfach den Artikel mal. Da sieht man, dass bei uns Cannabis importiert werden kann, was aus viel fragwürdigeren Quellen kommt, als das, was in Deutschland angebaut werden kann. Das heißt, auch da ist eine Konkurrenzsituation geschaffen, ja, dass zum Beispiel diese Firma, die dann halt auch bald medizinisches Cannabis auf den deutschen Markt bringt, offiziell zwar Dokumente hat, alle Regularien einhält, aber natürlich ist das, was auf dem deutschen Markt dann angebaut wird, was in Deutschland angebaut wird, unter diesen ganz hohen Sicherheitsvorkehrungen natürlich kaum konkurrenzfähig mit Cannabis, was in Nordmazedonien unter viel, sage ich mal, laxeren Voraussetzungen angebaut wird. Ich denke nicht, dass es bei uns in Deutschland möglich gewesen wäre, 1 Kilometer von der Lindan, also das ist so was Ähnliches wie Dioxin, von der Lindanhalde entfernt eine Anbaugenehmigung für medizinisches Cannabis zu bekommen, ohne dass das Gelände vorher saniert wurde. In Nordmazedonien ist das sehr wohl möglich. Als ich das dann veröffentlicht habe, hat die Firma auch nicht irgendwie versucht, das mit der Giftmüllhalde transparent zu machen, ja? Sondern hat mir erstmal mit Anwälten gedroht. Ich habe den Artikel dann nochmal überarbeitet. Jetzt ist er wieder online gestellt, republished seit einer Weile. Und ich denke, jetzt bin ich auch auf der sicheren Seite. Ich habe auch die Stellungnahmen von der Firma eingepflegt. Und im Rahmen der Recherche ist mir noch was aufgefallen, was mir echt übel aufgestoßen ist. Ich habe im Rahmen meiner Recherche ein firmeninternes Papier gefunden. Und in diesem firmeninternen Papier wird der Anbau von Gene-Modified Strains angekündigt. Ja, Gene-Modified Strains, ihr wisst, was das ist. Gene-Modified Strains sind genmanipulierte Cannabis-Sorten. Sowas gibt es bisher noch nicht.
Es gab immer einen ganz großen Aufschrei, wenn es hieß, Monsanto wolle in die Cannabis-Forschung einsteigen, was übrigens nie der Fall war. Das ist ein absolutes Gerücht, da habe ich auch einen Haufen Artikel zu geschrieben. Nein, Monsanto möchte nicht in die Cannabis-Produktion oder Forschung einsteigen, zumindest noch nicht. Vielleicht ändert sich das jetzt, seitdem sie Bayer gehören, aber bisher hat Monsanto da wirklich noch nichts gemacht. Aber die Cannabis-Firmen holen sich die Genmanipulatoren selbst ins Boot, ja. Und zwar ist Pharmaco nicht die einzige Firma, die sowas vorhat, ja, und das in einem firmeninternen Papier sogar ankündigt. Nein, ich weiß, dass es in den USA und in Kanada auch eine Kooperation von zwei Firmen gibt, die gerade testen, wie man Cannabinoide aus genetisch manipulierten Bakterien gewinnen kann. Ja, auch da hat eine Cannabis-Firma aus Kanada selber die Genmanipulatoren ins Boot geholt. In den USA muss man dazu aber auch sagen, was genmanipulierte Nahrungsmittel und, betrifft, ist die Diskussion lange nicht so am Kochen wie bei uns. Bei uns sind auch die Bestimmungen dort viel strenger. Ich möchte das jetzt von hier aus nicht bewerten, aber was mir dabei so ein bisschen stinkt, sobald man einen Strain genmanipuliert, ob das jetzt gesundheitsschädlich ist oder nicht, da weiß ich zu wenig drüber. Aber ich weiß, dass es dann mit der Patentiererei anfängt. Und das ist für mich dann ein Problem, wenn man dann nämlich wieder Pflanzen patentieren will zum medizinischen Gebrauch, dann wissen wir, was die am Ende kosten. Ja, das geht am Ende, ist es dann doch nur eine Kostenfrage, ob ich dann meinen eigenen Strain habe, auf den ich dann ein Patent habe. Und wenn ich einen Strain patentiert habe, dann ist das natürlich eine prima Geldanlage. Ja, viel besser, als wenn ein Strain frei ist. Und das kennen wir ja schon von anderen Nutzpflanzen, dass es da halt um Patente geht. Und ich denke, bei genmanipuliertem Cannabis geht es weniger um das Wohl der Patienten. Da geht es dann auch eher darum, die Rechte an einer Sorte weltweit zu bekommen. Ja, yeah, give me that strain, man. Und das stinkt mir halt tierisch. Okay. Und was mir noch stinkt, Cannabis aus Quellen, die nicht so koscher sind, ja, auch Kanada. Kanada hat jetzt erst wieder eine Rüge vom INCB, also vom International Narcotics Control Board, bekommen, dass ihre Cannabisproduktion nicht internationalen Regularien entspricht. Ja? Ich habe das BfArM da schon 2016 drauf hingewiesen. Damals hat mir das BfArM geantwortet, ja nee, der INCB hat Kanada noch nicht gerügt und deswegen können wir weiterhin aus Kanada importieren, solange der INCB die nicht rügt. Jetzt wurde Kanada vom INCB gerügt und zwar ganz konkret aufgrund der Dinge, die ich damals dem BfArM auch schon mitgeteilt habe, aktiv, ja. Es gibt keine richtige Kontrolle der Cannabis-Produktion und der Versorgung, ja. Die ist also nicht, sage ich mal, vom Seed to Sale wie bei uns, dass es so streng ist. Als bestes Beispiel die Strains konnten die kanadischen Firmen da teilweise damals aus privaten Klonen selektieren, ja. Also die Strains sind da kaum nachzuverfolgen, ja. Anders bei Betrokan, da ist wirklich der Strain, also vom Samen bis zur Pflanze, alles nachzuverfolgen, wie das entwickelt wurde. Ja. Dann ist nicht gewährleistet, schreibt der INCB, dass qualitativ hochwertige Medikamente unter ärztlicher Aufsicht bereitgestellt werden. Einfach, weil es da ein ganz anderes Vertriebssystem gibt, viel lockerer. Es wird Cannabis, ist da das medizinische Cannabisprogramm in Kanada, obwohl auf Bundesebene legal, ist nicht in das normale, sage ich mal, Medical System integriert, nicht ins Gesundheitswesen integriert. Es gibt dort auch kein Cannabis in der Apotheke, das sind immer noch so eine Art Coffeeshops, die dort halblegal agieren oder man kann online direkt beim Händler bestellen, beim Großhändler oder beim Hersteller. Und auch das kritisiert die INCB, weil durch dieses System ermöglicht wird, ich zitiere, dass Cannabis und seine Derivate für den nicht medizinischen Verbrauch verwendet werden. Ja, weil normalerweise bei uns ist es auch so, dass BfArM muss die Ernte komplett erst ankaufen und dann als Arzneimittelkontrollbehörde für die Verteilung der Ernte halt sorgen, ja, an die Apotheken. So wird es auch übrigens in den Niederlanden gemacht. Da kauft das Office für medizinisches Cannabis, also das Büro für medizinisches Cannabis, kauft die gesamte Ernte von Betrokan an und verteilt es dann mit einem kleinen Unkostenaufschlag, der relativ gering ist in den Niederlanden, an die Apotheken. Und das ist auch der Grund, warum das Cannabis in den Apotheken so günstig ist, ja, weil sich der Staat in den Niederlanden wirklich um die Preisgestaltung und um die Verteilung kümmert, ja. Und das muss das BfArM dann auch machen, sobald in Deutschland angebaut wird.
Aber momentan sieht es halt so aus, dass sehr viel Cannabis importiert wird, das halt unter, sage ich mal, laxeren Voraussetzungen produziert werden kann und deshalb auch nicht unbedingt, zumindest was meine subjektive Meinung betrifft, da eine Chancengleichheit herrscht zu den Firmen, die dann in Deutschland ihr Cannabis produzieren. Ja, es sei denn natürlich, die Kanadier werden da schon einen Weg finden, wenn sie hier produzieren, werden sie sich natürlich keine eigene, nicht die Konkurrenz fürs eigene Land machen. Das heißt, die werden dann schon ihren Weg finden. Und angesichts der Fantasiepreise in deutschen Apotheken denke ich auch, dass das BfArM hier endlich mal oder die deutsche Cannabisagentur endlich mal eine ähnliche Rolle übernehmen soll, wie das in den Holland passiert ist, wie das in den Niederlanden passiert ist. Denn da gibt es medizinisches Cannabis für 7 € für die Patienten in der Apotheke. Die Krankenkassen zahlen auch nicht mehr als 7 €. Und das heißt, die ganze Therapie ist erschwinglich, selbst bei hohen Verordnungen. Ja, in Deutschland kostet das gleiche Cannabis 24,90 € in der Apotheke, 23,90 € pro Gramm und das BfArM sagt, es könne da nichts machen. Ja, verdammt nochmal, dann schauen wir doch mal, wie es in Holland gemacht wird und kopieren das Modell einfach. Das kann doch nicht so schwer sein, sodass hier medizinisches Cannabis unter guten Voraussetzungen GMP produziert wird, unter den gleichen hohen Voraussetzungen oder Rahmenbedingungen wie in den Niederlanden, das heißt EU-konform. Und für 7 € in der Apotheke. Irgendwie ist das möglich, sonst ginge es in Holland nicht. Aber bei uns ist das alles irgendwie unterwandert worden, weil wir halt momentan sogar Cannabis auf den Markt lassen, was nicht nach INCB-Standards produziert wird. Ja? Und auf der anderen Seite in Deutschland eine furchtbare Preisgestaltung haben. Ja? Das sind Fantasiepreise. Man bedenke, hier, so ein Gramm Cannabis wird ungefähr für 1 bis 3 € produziert. Ja, der Produzent kriegt nicht mehr als 2,80, 2,90. In der Apotheke kostet es dann 23,90, egal wie es begründet wird. Irgendjemand hält da seine Finger auf und kassiert viel zu viel in dieser ganzen Kette. Ja, ich möchte hier auch nicht werten, wer da dran schuld ist oder so, aber wenn man sich das von außen betrachtet, ist doch ganz klar, wenn das von 2,80 auf 23,90 hochgeht als Endpreis, da kann was nicht stimmen. Denn die ganzen Firmen haben ja immer gesagt, wenn ein Medikament so teuer ist, dann liegt das an der Forschung, die wir da rein investieren mussten und an den ganzen klinischen Studien, die wir da rein investieren mussten. Ja, ist doch bei Cannabis alles nicht passiert. Da heißt es doch bis heute, ja, die Wirksamkeit ist nicht anhand klinischer Studien nachgewiesen, deswegen wird die Kostenübernahme abgelehnt, ja. Da haben die Firmen keinen Pfennig, oder ich sage nicht keinen Pfennig, aber die großen Pharmafirmen haben da so gut wie gar nichts, bis auf Bayer in Sativex, so gut wie gar nicht in die Cannabisforschung investiert, in die Blütenforschung, ja. Und jetzt heißt es auf einmal, die Preise sind so hoch und es hat keine Forschung stattgefunden, da stimmt doch was nicht, ja. Irgendwas stimmt da nicht. Würde man einen reellen Preis für die Blüten verlangen von 6, 7, 8, 9 oder 10 Euro in den Apotheken, dann wären sie ja gegenüber den Extrakten konkurrenzlos und dann könnte man die Verschreibung von Extrakten allein aus monetären Gründen gar nicht mehr rechtfertigen. Ja? Und auch da, denke ich, haben gewisse Kreise Bedenken und möchten auch Cannabisblüten künstlich hochpreisig halten, damit es nicht offensichtlich wird, was für eine Konkurrenz die Cannabisblüten eigentlich zu den Extrakten sind. Ja, jetzt habe ich euch ja eine Menge erzählt, was mir nicht so passt. Und ist ja auch, und am Ende muss ich ja irgendwie auch versuchen, eine Lösung anzubieten. Ist allerdings gar nicht so einfach und ist ein Aufruf an die Politik, die hört aber eh nicht, ja, integriert das Wissen, nicht die Anzüge. Ich habe so momentan das Gefühl, es ist wichtiger, wenn man Cannabis-Business machen will, ordentlich aufzutreten, als Wissen vorweisen zu können. Ja? Ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, wir haben in Deutschland, in Schweiz und Österreich, wir haben so viel Wissen über Cannabis hier, ja? Weil wir hier auch relativ früh angefangen haben, Cannabiskultur zu betreiben. Illegale damals noch, ja. Und integriert dieses Wissen. Das haben die Kanadier, hat die USA auch gemacht. Und wenn wir das nicht machen, dann wird sich diese Schere noch weiter auseinander bewegen zwischen Cannabiskultur, Cannabispatienten, Konsumenten und der pharmazeutischen Investorenseite. Das ist grundsätzlich nicht gut. Das ist ein Appell an beide Seiten. In den USA und Kanada hat man ja gesehen, dass es nur funktioniert, wenn beide Seiten irgendwie zusammenkommen und zusammenarbeiten. Wie kommen wir dazu? Ich sage immer, criticize, legalize, customize. Ja,
Criticize heißt natürlich, wir müssen die bestehenden Umstände kritisieren. Legalize heißt, das ganze Ding wird erst rund, wenn nicht nur medizinisches Cannabis, sondern auch Recreational Cannabis legal ist. Ansonsten sind wir da, wo ich eben den INCB wieder zitiert habe, dass die Grenze irgendwann zu schwammig wird zwischen medizinischem und Recreational Cannabis. Und natürlich, dass Konsumenten eine Lüge beim Arzt immer einer Strafverfolgung vorziehen. Da denken ja auch viele nicht dran, ja. Was ist denn einfacher, beim Arzt zu lügen oder sich gegen eine Strafverfolgung wegen 20 Pflanzen oder 30 Gramm zu wehren? Natürlich ist dann die Lüge beim Arzt einfacher, spätestens wenn es zur Strafverfolgung kommt. Und deswegen wird die ganze Sache erst rund, wenn der Markt legalisiert ist, wenn wir nicht mehr sozusagen einen illegalen und einen legalen Cannabismarkt haben, sondern zwei legale Cannabismärkte, der eine für Patienten, der andere für Freizeitkonsumenten. Ja, also criticize, legalize und das dritte ist customize. Customize heißt, so wie die Entwicklung bei uns ist, werden die Leute, die sich die ersten 20 Jahre, die sich in der Vergangenheit schon sehr stark, sehr viel für Cannabis eingesetzt haben, sich viel damit beschäftigt haben, nur eine Chance haben, wenn sie ihre Geschäftsideen, wenn sie ihre Produkte oder so anpassen. Ja? Wir müssen uns keine Illusionen machen. Die Cannabisbranche wird sich entwickeln wie alle Branchen, ja, wie alle Genussmittelbranchen, wie alle Konsumbranchen, die Konsumgüter herstellen. Das heißt, es wird ein paar große Player geben, aber es wird auch kleine Nischen geben. Kleine Nischen für Bioproduktion, für High-Terp, für was weiß ich alles, ja. Und das heißt Customize, ja. Das heißt, sucht euch heute schon die Nische, die ihr in 5 oder 10 Jahren, wenn Cannabis dann irgendwann mal legal ist, besetzen wollt, ja. Oder Cannabis-Medien, so wie der Onkel Micha, ja. Auch Cannabis-Medien werden sicher immer mehr den Weg Richtung Mainstream finden und irgendwann wird es auch mal eine Cannabis-Sendung auf RTL geben, da bin ich mir ganz sicher. Oder auf Pro7 oder auf sonst wo, ja. Und deswegen, customize, seht, überlegt, was wollt ihr machen, und wenn es nicht unbedingt die große Produktion in Riesenhallen ist, ganz wichtig, überlegt, was kann man sonst noch machen. Auch da kann man, sage ich mal, eine Branche beeinflussen und neue Ideen einbringen. Und das ist das, was ich mit Customize meine. Ja, und ansonsten, ich kann hier die Politik, sieht mich vielleicht hier und da mal, hören tut sie eh nicht auf das, was ich sage, aber ansonsten kann ich nur da appellieren, vor allen Dingen ja an die SPD, die sich ja, was Cannabis betrifft, gerade ein bisschen umorientiert, Augen auf, dass wir in Deutschland auch eine richtige Cannabis-Industrie generieren, die ordentlich Arbeitsplätze abwirft. Wenn wir so weitermachen, kriegen wir ja 200, 300 Arbeitsplätze in der Cannabis-Branche und der Rest wird anderweitig besetzt. Okay, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich gar nicht so viel essen kann, wie ich möchte, weil so ist es nicht. Es ist immer noch Jammern auf einem hohen Niveau. Trotzdem muss ich jetzt zum Ende noch mal ganz tief durchatmen, weil das sind alles Dinge, die sich, wo man so ein bisschen hilflos auch der Sache gegenübersteht. Ja? Was kann man denn da machen, wenn die Ausschreibung jetzt schon durch ist? Es ist halt nun mal eine Tatsache, ja? Dass halt in Deutschland der Anbau leider ganz anders stattfinden wird, als sich das die meisten zumindest hier erhofft haben. Ja? Na, es ist halt nun mal so. Und deswegen muss ich jetzt ganz tief nochmal durchatmen und will von euch, wenn ich durchgeatmet habe, zum Ende noch was ganz Wichtiges für die Kommentare wissen. Ist mir diesmal wirklich wichtig. Wir hatten es ja in der CBD-Folge schon mit zivilen Ungehorsam und ich darf ja dazu nicht aufrufen und so. Das ist ja, also wenn ich euch zu Straftaten aufrufe, ist das für mich auch eine Straftat. Trotzdem, wenn man das historisch betrachtet, ziviler Ungehorsam, man hat in Deutschland jetzt nicht so eine große Tradition, gibt es aber immer wieder Beispiele, dass auch wir Deutschen zivil dazu in der Lage sind. Und ist für mich persönlich, bewerte ich zivilen Ungehorsam wirklich als ja, das politische Mittel der Wahl, wenn es, sage ich mal, juristisch nicht mehr weitergeht. Ja? Und meine Frage zum Schluss an euch ist, welche Art ziviler Ungehorsam hätte echte Folgen oder würde positiv wahrgenommen in der breiten Öffentlichkeit? Ja? Ich rede jetzt nicht hier von so einem Smoke-In, wo 20 Langhaarige und Punks sitzen und mit dicken Joints die Polizei provozieren. Auch das macht Spaß, auch das habe ich früher mitgemacht, sowas. Aber mittlerweile denke ich, damit erzeugt man keine positive Öffentlichkeit. Und ich bin ja immer, ich bin ein Freund von witzigen Ideen, ja, natürlich nicht deren Umsetzung. Und deswegen möchte ich von euch heute wissen, welche Art ziviler Ungehorsam hätte echte Folgen und würde positiv in der Öffentlichkeit von der Mehrheit der Bevölkerung wahrgenommen. Das bitte alles unten in die Kommentare.
Ich hoffe, ihr habt heute gut zugehört, ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, ich habe mich auch entsprechend gut vorbereitet heute. Trotzdem war es eine lange Sendung, war mir aber ein sehr wichtiges Anliegen, da mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. In diesem Sinne, vergesst nicht, unsere Social-Media-Knöpfe zu bedienen. Sense Media auf Facebook, der Micha live auf Facebook und der Micha mit einer 3 auf Instagram. Treibt es nicht so dolle. Ich wünsche euch noch ein ganz gechilltes Wochenende und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.